Gymnasium-Kreuzgasse, da finden jetzt am Wochenende Donnerstag und Freitag erstmalig die Kulturtage statt. Mit im Boot ist Kultcrossing. Und die Geschäftsführerin Christa Schulte hat unserem Reporter Alexander Giesbrecht erzählt, worum es eigentlich geht. Das Gymnasium Kreuzgasse wird 180 Jahre alt und in diesem Zusammenhang werden Kulturtage stattfinden und die Schüler werden am 17.10. um 14 Uhr ihre Ergebnisse der Arbeit mit Künstlern und Fachreferenten zeigen. Es werden Ergebnisse aus unterschiedlichen Sparten geboten, und zwar des Theaters, der Pantomime und des Schauspiels, des Tanzes, der Musik und der bildenden Kunst. Jetzt habe ich gesehen, dass der weltberühmte Pantomime Milan Sladek auch auftreten wird. Können Sie uns vielleicht kurz verraten, was wird denn der machen? Ja, die Tage werden unter dem Thema Kommunikation stehen und Milan Sladek wird also die Kommunikation mit Händen und Füßen darstellen, das heißt zusammen mit Schülern, oder er wird die Schüler anleiten.